damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ach, heute ist es soweit. Wir reiten in die Ukraine. Bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Der kann aus. Da kommt nichts. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Demnächst links ab. Ja, es wird heute mal ein Nightfly werden. Aber das konnte ich jetzt anders nicht machen, weil A, die Pause vorbei ist und B, der Kunde ja auch seine Ware haben möchte. Und ich denke mal, ihr werdet auch kein Problem damit haben, wenn es mal einen Nightfly gibt. Demnächst rechts abbiegen. Wir werden zwar nicht ganz so viel dann sehen von dem Ganzen, aber biege nach rechts ab. Ich denke mal, das werden wir auch verkraften können. Ja, der gute Marian sagte ja zu mir, ich soll hier nicht so ängstlich sein. Das ist halt so irgendwie in meiner Natur, dass ich so bei neuen Sachen immer so ein bisschen, ja, sagen wir, skeptisch bin. Aber ich kann auch berichten, jetzt so die Nacht hier, beziehungsweise der Tag, ich habe ja tagsüber gepennt, war alles ganz ruhig. Keine besonderen Vorkommnisse. Und ich denke mal, das wird sich in der Ukraine auch nicht ändern. Und ihr seht's, wir haben Freitag, heißt also, wenn wir da unten ankommen, machen wir da auch fürs Wochenende Schicht im Schacht. Und ich werde die Zeit nutzen und mir das Ganze da unten mal angucken. Boah, ich denke mal, da gibt es doch schon eine ganze Menge zu entdecken. Ja, mit meinem Bruder habe ich auch noch telefoniert. Zwecks der 44 Euro. Und ja, das war mit den ganzen Abzügen für Wartung und etc. hat er halt nicht ganz so viel verdient. Und was ihr nicht gesehen habt, kurz bevor ich losgefahren bin, hat der Gute sogar 77 Euro minus gemacht. Also bei ihm läuft es aktuell nicht ganz so geschmeidig. Ich hoffe mal, das ändert sich noch wieder. Weil aktuell bringt er nicht wirklich Geld ins Unternehmen. Und das ist ein bisschen doof. Demnächst rechts abbiegen. Dafür werden wir heute noch wieder Katsching haben und biege nach rechts ab. Es kommt Geld in die Kasse.
Marian hatte mir da auch noch einen kleinen Tipp gegeben bezüglich einer kleinen Tankstelle, die irgendwo da noch in der Grenznähe sein soll. Er sagte, er hat da immer Pause gemacht, weil es da ganz leckeres Essen gibt. Da werde ich mal gucken, wenn ich das nicht gerade verpasse. Dann werde ich da auch noch mal ein kleines Päuschen einlegen. Aber da ich da noch wirklich nicht so ortskundig bin, kann es natürlich sein, dass ich da dran vorbei fahre. Aber schauen wir mal. Vielleicht bin ich ja auch so schlau und schaffe es da anzuhalten. Hatte irgendwie gesagt, dass es wohl an so einer Kreuzung, wo ich denn nach links oder nach rechts, ich weiß es jetzt nicht mehr, weg muss, dass ich denn da halt in die entgegengesetzte Richtung muss. Ich muss mir das nochmal eventuell auf der Karte angucken. Können wir eigentlich mal eben schnell auf die Karte rauf gucken? Wir fahren hier. Da fahren wir noch nicht. Da ist die Grenze. Ich denke mal. Er meinte das hier. Ja, gehe ich mal von aus. Ja, ansonsten sehe ich da jetzt nicht so viel. Aber es wird auf jeden Fall interessant werden. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wird erledigt. Biege nach rechts ab. Knappe 6 Stunden sind wir noch unterwegs. Da werden wir also noch ein bisschen was zu sehen bekommen. Demnächst links abbiegen. Bisschen aufpassen hier vorne. Biege nach links ab. Weil wir wollen ja hier niemanden mitnehmen. Weil der Kuschelkurs mit dem BMW, der hat mir schon gereicht. Du hast doch einen Arsch offen. Alter, ich glaub's nicht. Mann. Rechts ab. Den hätte ich aber auch schön wegtibauen können. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt bei dieser einmaligen Geschichte.
Weil noch mehr von solchen Sachen kann ich nicht gebrauchen. Da vorne ist wieder ein Kipper. Gegenüber bin ich ja auch so ein bisschen skeptisch. Nach dem, was ich da bei Maria mitgekriegt habe. Als der da mal kurz die Anker geschmissen hat und ja, dann mit dem Scania einmal schön hinten drauf ist. Aber da war ja zum Glück auch nicht so viel passiert. Links halten und dann links abbiegen. Zum Glück willst du nicht in meine Richtung. Biege nach links ab. Eine bequeme Sitzhaltung sieht anders aus. Da bin ich schon ganz froh, dass ich hier so einen schönen, gemütlichen Sitz habe. Macht ihr hier komische Geschäfte? Komische, ja. Komische wollte ich sagen. Ach, 70 dürfen wir hier schon. Hier scheinen wir jetzt aber auch schon im neuen Kartengebiet zu sein, weil das sieht doch nicht so ganz nach SCS aus. Ich bin also auch wirklich gespannt, was uns da so alles erwartet. Weil ich fahre jetzt mit euch auch zusammen das erste Mal auf der Roh Extended. Wenn wir also was zusammen entdecken, ist es auch für mich das erste Mal. Ja, 75 gehen hier aber. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen hier. Sie haben hier eine sehr hohe bzw. eine sehr dichte Tankstellendichte, um mal wieder zu dem Thema zurückzukommen. Aber um Diesel brauche ich mir noch keine Gedanken machen. Da haben wir noch genug. BMW da? Nee. Nimm diese Ausfahrt. Marian hat mich auf jeden Fall schon mal vorgewarnt, dass es da wohl auch straßentechnisch manchmal so ein bisschen speziell werden kann, sagen wir mal. Schauen wir mal, wie es das Baguette denn durchschüttelt.
der East North, soll ich mich dann heute auch melden, wenn ich da bin und ich quasi dann leer bin? Dann wollen die mir dann halt mitteilen, wo es dann am Montag hingeht. Was sie mir auf jeden Fall schon gesagt haben, es geht definitiv nicht nach Hause. Das habe ich mir aber schon fast gedacht. Und habe mich ja dementsprechend auch mit Fressalien und allem eingedeckt, dass ich da gut über die Runden komme. So ein bisschen zuppeln tut sie aber mit der Karte. Aber ich denke mal, das ist noch vertretbar. Solange es bloß bei diesen kleinen, kurzen Rucklern bleibt, ist alles in Ordnung. Der hat seinen Gemüsestand aber auch schon sehr, sehr früh aufgebaut, muss ich sagen. 20 nach 4 und der ist schon parat. Sportlich, sportlich. Hier ist ja doch schon einiges zu sehen. Ich denke mal, das Ganze hier. Oh, da, eine Kuh. Ich denke mal, wenn das Ganze denn hier, wenn wir uns das im Hellen nochmal angucken, das wird schon eine interessante Kiste. Ist schon da, das dann braucht man da schon mal sich nicht mehr drum kümmern. Und da vorne ist die Grenze, wie ich das sehe. Mal gucken, was die alles so von uns wissen wollen. Ist ja nicht allzu lang. Auch schön warten, bis die Schranken wirklich oben sind. So, Freunde, dann geht's jetzt ins Eingemachte. Bin ich ja mal gespannt. Nähern wir uns dem Ganzen mal vorsichtig.
morning. Yes, sure. So, Papierrate. Mal gucken, was er sagt. Thank you. Auf dieser Seite ging das Ganze ja schon mal ruckzuck über die Bühne. Mal gucken, wie es auf der ukrainischen Seite ist. Jetzt sind wir auf jeden Fall. Ach, das war schon. Wir sind jetzt schon in der Ukraine. Ich dachte, das sind jetzt zwei verschiedene Grenzposten. Ja gut. Dann ging das Ganze ja doch relativ easy über die Bühne. Immer geradeaus. Ich wollte hochschalten. Scheint großer Markt zu sein. Wie gesagt, dass wir jetzt halt nachts hier reinfahren oder gegen morgen, ließ sich halt nicht anders machen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier von der Ukraine noch einiges Schönes sehen werden. Wollen wir den da vorne mal nicht blind machen? Das wäre jetzt nicht so eine nette Aktion. Auf jeden Fall ein schöner Birkenwald. Schön an die Geschwindigkeit halten. Wir wollen dem ortsansässigen Trachtenverein ja keine Vorlage geben, dass sie uns irgendwie was anhängen können. Große Metro. Sieht ja schon cool aus. Wenn ich bis jetzt auch noch nicht so viel gesehen habe, aber was ich gesehen habe, das gefällt mir durchaus schon. Graffitis, das war so klar, dass die überall sind. Anhalt Logistics. Die sind auch echt überall unterwegs. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Also Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier aber mehr als genug, muss ich sagen. Biege nach rechts ab. Oh, es sieht ja schon echt cool aus hier. Hier halte ich dann mal kurz an, mal gucken, ob ich irgendwo hier noch mal ein kleines so. Bleiben wir hier mal kurz eben stehen.
Und ich werde mal eben schnell gucken, ob ich irgendwo einen kleinen guten Morgenkaffee finde. Also, wir sehen uns gleich. Ja, da bin ich wieder. Wider Erwarten haben die hier doch noch nicht aufgehabt. Ich dachte, ich kriege jetzt hier mein Käffchen, aber nö. Die haben noch nicht auf. Ja, wie sagt man immer so schön, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Dann fahren wir halt wieder weiter. Vorne sehe ich schon wieder Blaulicht. Ach hier. Hat sich der Trachtenverein versteckt. Muss ich mich dann aber auch wirklich aufs Navi verlassen, weil schildermäßig ist hier nicht ganz so viel. Was ist das? Sehe nur ich das oder seht ihr das auch? Zur Hölle war das? Irgendwas Komisches. Wir werden die erfahren, was es war. Ich kann auf jeden Fall noch nicht so müde sein, dass ich Halluzinationen im Rückspiegel ist schon wieder. Bisschen abgelenkt, da muss ich doch. Was in drei Teufelsnamen ist das? Wir sind doch hier nicht etwa im Land der Außerirdischen? Oder sind das die Nachwirkungen vom Unfall in Tschernobyl? Man weiß es nicht. Ein bisschen verwirrt bin ich auf jeden Fall. Nach links ab, sofern ich kann. Ist euch die beim Rumtragen helfen oder was? Ja, was denn jetzt? Vollidiot. Also fassen wir mal zusammen. In Polen hatten wir noch diesen komischen Autofahrer, der gerne von mir getiebungt werden wollte.
Dann haben wir ein komisches Licht am Himmel, was wir nicht identifizieren können. Demnächst links abbiegen. Und einen komischen Audi 80 Fahrer. Biege nach links ab. Schummeln wir uns einfach mal zwischen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Noch nicht die feine englische Art, aber ging gerade nicht anders. Biege nach rechts ab. Das tue ich. Sieht ja schon wirklich beeindruckend hier aus, muss ich sagen. Ja, 50. Uns da mal dran halten. Die Kollegen scheinen es nicht ganz so eilig zu haben. Sie haben auf jeden Fall viel Natur hier. Oder wie es einstmals Hermi sagte, ganz schön viel Landschaft. Es scheint doch noch ein schöner Tag zu werden. Die Kollegen haben es jetzt doch gut drauf, die Geschwindigkeit zu fahren. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Und weit haben wir es ja auch nicht mehr. Oh, schöner See. Wenn nicht gerade 8 Grad wären, könnte man da mal reinspringen. Aber da bin ich eine Pussy. Bei 8 Grad muss ich nicht in irgendeinen See springen. Hier gibt es doch bestimmt in den Wäldern auch noch irgendwelche Bären und Wölfe. Und da vorne haben wir auch schon unser Ziel. Das in Landessprache auch ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Demnächst rechts abbiegen.
linken Seite, dann wollen wir schon mal. Ja. Und dann links abbiegen. Werde ich tun. Biege nach links ab. Hast du das jemals in Frage gestellt, dass wir hier nicht heil ankommen? Dann stellen wir uns mal hier oben hin. Und dann werde ich mal reingehen zum Fragen, wo ich mich hier anmelden muss. Dann stellen wir uns mal vernünftig hin. Den mal an. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ich mache hier mal die ganze Anmeldung und den ganzen Kram. Ja, das sieht doch mal schick aus. So, wie gesagt, ich mache hier die ganze Anmeldung mit dem Abladen und alles. Und wir sehen uns dann Montag wieder, wenn es wieder heißt SMT rockt die Straße. Vielen Dank fürs Zusehen und habt noch einen schönen Tag. Good morning!